Und hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir machen jetzt weiter hier mit Claire und mir ist eingefallen, muss weitergehen. Wir müssen wieder nach unten zu dem Fahrstuhl. War völlig wild durchdacht, weil also nach unten quasi ins Sumpfgebiet. Sumpf. Die Kanalisation in die Kacke. Dann müssen wir dort nochmal eben wieder beigehen und da mit dem kleinen Fahrstuhl hochfahren und dann kommen wir auch in die Seite rein. Also der labert da hinten noch rum. Lassen wir ihn mal im Raum nicht. So, dann benutzen wir den, weil dann sind wir wieder bei dem Raum, wo wir hier, wie heißt jetzt, den Schlüssel auch benutzen können. Oder bei den Räumen, wo wir den Schlüssel benutzen können. So, ihr seid alle hin. Bleibt auch hin. Und da, zu der Treppe, da wollten wir hin. Aber erstmal hier plupp, benutzen. Gleiches machen wir auch hier. Plupp, nutzen. So. Können wir hier nämlich nochmal eben den ganzen Crap einsammeln. So, das einmal, das einmal. Sehr schön. Achso, ist der Raum. Ja, der ist leer. Können wir hier kurz rein? Schauen. Nochmal Schießpulver. Das können wir später beiseite schieben. Und das nehmen wir auch mit, das Flugblatt. Okay. Patronen, ACP. Ja, komm, nehmen wir mit. Und dann wollte ich hier lang. Dann gehen wir mal hier runter. Was hat er da noch? Power-S-Kassette. Was ich mal eben schauen könnte. Pulver groß. Hier benutzen wir mit dem normalen. Dann haben wir wieder Pistolenmunition und können hier unsere Waffe mal eben nachladen. Und jetzt passt auch das. Okay, weiter. Du hast nichts, aber wurde von einem Arschloch angegriffen. Dann finden wir hier jetzt nochmal nichts. Einfach so nichts. Wie sieht es kartentechnisch aus? Ah, okay. Gut. Ui. Alter, verpiss dich! Tja, und nun? Muss ich dem das mit Säure wegschießen? Ja. Ihr könnt aber nicht hier am Boden krabbeln, oder? Nee. Muss das erstmal freigeschossen werden oder so? Kann das sein? Aber jetzt auch keine Granaten oder so und ich will nicht das Messer verschwenden. Wo ist er denn hin? Ist er jetzt dahin? Wow! Tschüss! Nee, warte. Ich schieß doch gerade auf dich. Tschüss, du crappy Vieh, ey. Da haben wir echt viele Patronen für.
Und da ist der Kacke-Schlauch. Ah, genau. Das habe ich beim letzten Mal gesucht. So, dann können wir den hier nämlich auch nochmal benutzen. Weil der geht nur von dieser Seite. Aber diesen Durchgang haben wir jetzt auch und damit ist auch der verbraucht. Das ist doch schön. Dann müsste man ja quasi hier von hier aus mit Leon ankommen. Und hier ist jetzt nur noch Munition oder was? Oh je. Yeah. Dann haben wir den Kanal leer. Gucken. Aber eigentlich kann man doch mit Leon. Kann man mit Leon von hier aus an? Da irgendwo, ne? Da ist nichts. Stimmt, also das müsste ja von hier aus gewesen sein. Würde ich jetzt behaupten, oder? Warum kann man irgendwie runterspringen? Mhm. Dann wieder ACP-Munition. Was ist denn das Ding? Okay, falls hier irgendwo so ein komisches Viech war, ein Wackeldackel, dann finde ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ich kann tatsächlich nicht sehen. Also hier ist kein Mr. Raccoon. Eventuell habe ich den woanders übersehen. Ist auch keiner unter dem Schutt oder so. Ne, gut. Das bringt ja nichts. Also ich finde hier keinen. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, von dort, wo man mit Leon ankommt. Und vielleicht geht es ja auch nur mit Leon. Da können wir ja auch nicht rein, ne. Also gucken wir uns hier nochmal eben kurz um. Da ist auch keiner hinter oder so. Hier sehe ich jetzt gerade keinen. Irgendwas. Und das Licht ausschießen kann? Was? Ja, hier quietscht. Dafür eine Patrone verschwenden? Können wir doch mal, ne? Stahllicht. So, dann schauen wir noch mal eben kurz. Also, dort sind wir gekommen. Das ist der untere Kanal. Also hier lag dann anderes. Unten. Oben. Hier ist noch was. Ja, das ist dies. Elektronikteil. Ja gut, dann können wir jetzt hier auch wieder durch. Und hier wieder runter.
Da können wir gleich lang. Wir müssen auf jeden Fall nach da hinten durchkommen. Das ist unser nächstes Ziel. Möchte ich auch an dieser Stelle eben bekannt machen. Ich würde bloß ganz gerne eben Sachen wieder in die Kiste werfen, weil wir jetzt wieder voll beladen sind. Okay, bis auf einen Platz, aber ansonsten sind wir schon restlos voll. Dort mal eben hin. Den Dude lassen wir dort liegen, bis wir ihn nicht mehr benötigen. Dann können wir das Kraut immer noch einsammeln. Also, wir packen das weg. Gucken wir uns mal eben kurz das Band an. Alles schön auf Beta-Max-Basis. Gut, dass ich das gesehen habe, okay. Wir können es jetzt nochmal benutzen, aber brauchen wir natürlich. So, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Joa. Waffen haben wir soweit. Vielleicht nehmen wir vorsichtshalber einmal Brandmunition mit. Die großkalibrige Munition möchte ich jetzt nicht dabei haben. Ich schalte mich wieder dazu. Und dann wollen wir mal loslegen. Wie seelenruhig er da hinten schläft. Gut, also. Wir könnten die Schachfigur einsammeln, die dort in dem Kasten steckt. Brauchen wir allerdings jetzt gerade noch nicht. Müssen wir dort lang. Nö. Sehe ich nicht. Ich laufe schon wieder falsch, oder? Ich glaube schon wieder falsch. Mann, Mann, Mann. So, hier können wir jetzt runter. Sammeln uns den ganzen Mist hier ein, der hier rumliegt. Das einmal. Ja, da ist nichts. Müssen wir mal kurz gucken, wo bist du denn? Da. Tauch auf. Hey, komm, du hast doch nichts getroffen. Na komm. Bitte. So. Schon mal wieder direkt nachladen. Geräusche, die von sich geben, die sind mega cool. So. Ein Nachladen. Oh oh. Ach scheiße, wir können eh nirgendwo hin.
zeig dir nochmal hin. Oh oh. Hey, Marat. Muss eben nachladen. Und dann können wir sofort weiter. Echt jetzt? Kurzen Augenblick. Lass mich mal eben auf dein Auge schicken. Oh, 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 oh. Kannst schwimmen? Ja, genau. Uiuiuiui. Oh, no. Lass mich mal vorbei. Ah, fuck. Hab ich hier was? Messer. Das gibst du aber gerne wieder, ja? Messer bitte wieder. Schön. Macht da aber auch einen Lärm. So, das Messer haben wir schon mal wieder. Das ist gut. Und eigentlich war da noch einer von euch, oder? Und hier hinten müsste Munition. MP-Mund. Habe ich auch dringend nötig, weil er braucht es ja, wer weiß wie schnell. Oh! Sorry, Dude! Ach, komm! Weißt du, irgendwo anders rein, du Arsch, doch. Ach, das macht dir nichts aus, oder? Kletterst du jetzt auch noch? Ja, natürlich. Natürlich kletterst du, ne? Was solltest du auch sonst tun? So. Zeig mir dein scheiß Gesicht, du Penner. Echt jetzt? Oh. Jetzt. Bleib da liegen. Mann, Mann, Mann. Was das andere Arschloch betrifft, das werde ich jetzt abfackeln. Wo bist du? Lass mich weg. So, zeig mir mal eben dein scheiß Auge. Danke. Was? Dein scheiß Ernst oder was? Dumme Drecksau. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, er schlug, er schlug. So. Reicht mir jetzt mit dir. Okay, wir können irgendwie. Ach nee, das ist schon die harte Muni. Haben wir keine leichte Muni mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Den Mr. Raccoon, den haben wir bereits weggeschossen gehabt. Und hier passiert, glaube ich, nicht viel. Außer, dass wenn wir die Sachen eingesammelt haben und hier raus wollen, dass dann bösen, bösen Zombies kommen. Finden die nämlich plötzlich den Weg hierher. So, die können wir mal eben durchladen. Also. Das ist ja jetzt keine große Sache hier. Ein Kraut. Und da unten liegt er schon. Und der wird aufstehen. Später. Also nur das. Wenn wir den King haben, dann müsste der unten aufstehen. Hm? Wie dem auch sei. Ich würde ihn ganz gerne einfach eben hier hochlocken. Weil ich möchte nicht unnötig Patronen verschwenden. Hier hinten.
Hey, ihr beiden. Oh, warte mal. Ja, ich glaube, ich komme nicht drum rum, oder? Patronen zu verschwenden. Vor allem, weil der Dicke nicht mit hochkommen will. Hier rum. Genau, komm mal hierher. Ein bisschen. Oh, oder lauf da rum. Ist auch kein Ding. Können wir nämlich hier durch. So. Und sammeln das hier ein. Elektroschockgewehr. Alright. Braucht zwei Plätze. Hey. Kurz aufmachen. Geht das so? Ja, ja, der Dicke, der ist hier. Okay, jetzt haben wir hier die ACP-Muni. Ah, warte mal. Kombinieren damit. So. Du willst mir nicht den Weg versperren, glaub mir. So. Aha. Alle sind eingesperrt, wir haben keine Patronen verschwendet. Oh, oben liegt sogar noch ein rotes Kraut. Hm. Oder war das unten? Das muss doch unten gewesen sein, ne? Gehen wir noch mal kurz gucken. Hm. Wir gucken in die richtige Richtung. Seltsam. Da in die richtige Richtung gucken, wo das Kraut sein soll. Ach so, klar. Das ist dann hier. Irgendwo. Oder? Hä? Ich geh nochmal gucken. Sollen das hier übersehen haben? Wo denn hier? Ach, da oben drin. Oh Mann. Ja, kombinieren. Das habe ich echt übersehen. So. Jetzt haben wir hier aber alles. Leute, wir können hier einfach wieder zurück. Ihr kleinen Penner dürftet jetzt eigentlich nicht wieder leben. Nichts mehr, also nichts vergessen. Oh! Oh, so eine Scheiße! Okay, ja, was
soll ich sagen? Nein, Schadungsmesser! Das andere wollte ich gar nicht sagen. Echt jetzt? Das ist halt scheiße ernst. Und jetzt renn er mal drumrum. Alter Schwede. Bevor wir jetzt noch wegen Vergiftung sterben. So, alles wieder gut. Zeig dich, Schwein. Nee, komm. Der hat jetzt das Messer, das ist eh fast hin wieder. Wir haben jetzt halt in dem Sinne nicht zum Abwehren, aber wir hätten noch Flashbang-Granaten. Und jetzt können wir quasi so wieder hochgehen. Eventuell in diese Richtung, weil... Ja. Das müsste richtig sein. Sind wir schon auf der einen Seite, wo die beiden verschlossenen Räume gewesen sind. Können wir den Turm mitnehmen. Das beiseite schieben. Ja, das war der andere Fahrstuhl, ne? Womit wir wieder in die Polizeistation kommen. Leute, das bringt uns hier gerade nicht sonderlich viel. Alles richtig, den hier wollt ihr nutzen. Na, jumpen. Kugelt da noch in der Ecke rum. Soll gut machen. Und euch hier los? Wie sich da irgendwie von der Treppe runtergewubbelt. Gut. Also. Wir haben soweit alles. Hier haben wir nochmal wieder ACP-Muni, die können wir wieder mit reinpacken. Haben wir 15 Schuss. Momentan keine normale. Das bedeutet, wir nehmen die Quick Draw wieder mit. In diesem Falle können wir, glaube ich, die ACP-Muni wieder einstecken. Mal eben kurz sortieren. So. Bullen-Muni mitnehmen. Haben auch gerade davon nicht. Das können wir machen, indem wir Säuregranaten, da bräuchten wir Schießpulver und MP-Munition packen wir mal eben weg. Mal eben durchladen. Das Rätsel machen. So, der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Über den Springer. Dort haben wir den Läufer. Der Turm ist neben dem Springer. Nicht gegenüber der Dame. Was?
aber gegenüber dem Springer, ganz am Ende. Der Turm ist neben dem Springer, nicht gegenüber der Dame. Der König ist neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Der Springer ist nicht da auf dem Kasten. Also Turm neben Springer, nicht gegenüber von Dame, König neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Und setzen wir hier mal den König rein. Achso, König ist nicht neben der Dame. War das vielleicht vorher gar nicht mal so schlecht gewesen? So. Da den Springer wieder rein. Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Turm ist neben dem Springer. So, dann haben wir hier den König. Dame und Läufer, ne? Ja. Das war's. Rätsel gelöst. Alright, Sherry. On my way. Irgendwas, was wir ablegen müssten, ich wüsste nicht was. Die könnten wir normalerweise ausrüsten. Verstauen wir. Gut. Und dann wird einmal eben gespeichert. Das wär's dann allerdings auch für heute. Ich danke an dieser Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2. Ciao.